Leute, was geht ab, Leute? Team Wobbelt hier. Mit einer speziellen Tech-Karte hat sich Bagisch gerade rangeholt. Standhafte Verbindung. Ich lese mir vor, was sie kann. Wenn dein Gegner den Effekt eines Pendelmonsters, einen Effekt einer Karte in der Pendelzone aktiviert, annulliere die Aktivierung. Falls du dies tust, verbanne die Karte. Kein Eindruck. Nicht überzeugt. Ja, naja. Nico, deine Meinung zu der Karte? Es geht ja irgendwie nur um eine Karte. Oder wegen Bagisch? Beides. Scouting. Also es geht ja nur auf ein Monster, also daher weiß ich nicht, ob es bringt. Ja, Ausgleich. Ja, Ausgleich. Wann ist Ausgleich schlecht? Attacke. Ausgleich sind meinem Deck perfekt. Ich weiß nicht, die Karte überzeugt mich nicht so. Okay, jetzt mal zum Potenzial der Karte. Okay, was hast du da? Problem ist Kirin. Wie kriegt man Kirin weg? Kirin muss man entweder Summon wegkriegen mit Strike. Und wenn er da liegt, kriegt man ihn schwer wieder weg. Er kann sich auch selbst wieder bouncen, Kirin. Mit der Karte negiert man Kirin und die wird gebanished. Problem bei Kirin, er kann nicht durch Karteneffekte zerstört werden. Das Gute bei der ist noch, negiert die Karten in den Pendelzonen. Das heißt, irgendein Pendeleffekt aktiviert sich, wird direkt gebanished. Zum Beispiel Magician, er wirft eine Karte ab, um eine Zauberfalle zu zerstören, er zahlt Kosten, aktiviert die, banished. Einfach weg. Gegen jedes Pendeldeck dreimal. In Anti-Varianten und so empfehle ich sie vor allem, weil 1:1 Austausch sehr gut ist. Krasse Karte. Auch wenn man sie im Nachhinein zieht, ist sie auch gut. Negiert nicht die Aktivierung der Pendelkarte in der Pendelzone, sondern den Effekt. Das ist das Wichtige. Und ja, holt ihr euch ran. Ganz ehrlich, ich würde lieber in Antidecks spielen, lieber die Mirror Force, die entweder alles verdeckt legt oder alles ins Deck mischt oder alles auf die Hand gibt. Das ist viel besser, als wenn du auf einen Kirin machst. Gute Kirin-Spieler, die lassen den in Def und bouncen die ganze Zeit ihren Joker und so weg. Ist nicht so mein Eindruck. Ihr werdet sehen, die Karte wird steigen. Das habe ich schon beim Review gesagt, wo beim Shining Victory Set. Vielleicht könnt ihr euch erinnern oder vielleicht blendet Song ein. Ich werde das Video suchen und dann schauen wir mal. Wir haben schon gesehen, es gibt schon ein paar krasse Pendulum-Karten. Die muss man sich direkt dreimal ranholen. Selbst wenn Pendulum nicht Meta ist, Pendulum kann immer wieder kommen. Deswegen holt euch die so oft ihr könnt. Ich kann es nicht fassen. Ansonsten schauen wir mal, lassen wir uns von der EM überraschen, ob das ein nächster Hit sein wird. Falls ihr Bagisch seht, er wird es auf jeden Fall dort spielen. Bis dahin, leidet nicht. Servus Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es uns. Lasst uns ein Like da, gefällt mir drücken. Schreibt in die Kommentare, was euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach unten. Dann wissen wir Bescheid, aber gebt uns konstruktive Kritik, damit wir darauf eingehen können. Dann werden die Videos besser. Ihr könnt umsonst abonnieren, das kostet nichts. Dann bleibt immer auf dem neuesten Stand, weil es kommen täglich Videos. Und immer schön kommentieren. Unten unter dem Video sind schön die Sponsoren aufgelistet. Das sind gute Sponsoren, gute Preise. Und checkt noch die Facebook-Seite ab, checkt die Sponsoren ab. Und leidet's nicht und schaut's vorbei.